Ich bin Alina, ich komme aus Hamburg. Nee, wobei das stimmt gar nicht. Ich komme ursprünglich aus Bad Homburg, klingt so ähnlich, ist in der Nähe von Frankfurt. Und bin jetzt seit, ich glaube, fast 12 Jahren Wahlhamburgerin. Ich habe eine Ausbildung zur Schauspielerin gemacht. Oh, Lenny! Was mich so fasziniert bei diesem Ritual der freien Trauzeremonie ist, dass es ein wirklich echtes, nachhaltiges Event ist, was einfach von diesem Moment an wächst und im Idealfall ein Leben lang. Also du machst dieses Ritual und du fühlst dich eigentlich wie beim Theater, weil es diese gleiche Existenzialität hat. Das ist der Moment in deinem Leben, wo du einfach auf der größten Bühne bist, die es überhaupt gibt. Das möchte ich eben auch meinen Paaren mitgeben. Das ist ein Moment, der so groß war in deren Wahrnehmung, dass sie immer wieder dahin zurückgehen können, auch wenn es mal schwierige Zeiten gibt. Irgendwann kommt halt mal eine Schwierigkeit oder auch eine wirklich große Herausforderung und wirklich auch Momente, wo du denkst, hier kann es nicht weitergehen. Und dann kannst du zu diesem Moment zurückgehen und dich einmal daran erinnern, auch gerade durch das Eheversprechen, was passiert innerhalb der Zeremonie, kannst dich einmal erinnern, was du eigentlich wolltest. Also das Lampenfieber möchte ich meinen Paaren nicht nehmen, weil es ist einfach auch ein wahnsinnig schönes Gefühl. Es ist wirklich, du merkst, dass du dabei bist, was Großes zu machen. Diese letzte Frage, die vor dir steht, kann ich das tun? Und ich möchte das, dass das so für meine Paare ist, dass sie wirklich da stehen und sagen, ich gehe jetzt über diese Schwelle aus der Erfahrung als Schauspielerin. Wenn du auf der Bühne stehst, ist das alles vergessen. Weil im Idealfall sind wir dann so gut vorbereitet zusammen, dass wir durchatmen können, dass wir alles loslassen können. Wir haben alles geübt, wir haben irgendwie alles durchgesprochen und wir können einfach da stehen und den Moment genießen. Und wir können einfach dem Raum geben, was dann passiert in dem Moment. Sei das Weinen, sei das Lachen, sei das Sprache bleibt weg. Du stehst da in deinem Eheversprechen und dir fehlen die Worte. Aber du bist gut vorbereitet. Du weißt, es ist okay, wenn dir die Worte fehlen. Der Hund ist auch buchbar übrigens für Hochzeiten.